Hallo, liebe Forza-Freunde, mein Name ist Bitwalker. In meinem Dateitepot habe ich zwei Auto vom Penny Jordi und ich habe mir gedacht, ich nehme mal den E190, Blödsinn, 190E, der hier ist. Schaut ein bisschen oldschool-mäßig aus. Und den packe ich erstmal ein und ziehe natürlich, ihr wisst wohin, auf die Nordschleife. Eh klar. So, da habe ich noch einen E63, aber den lassen wir einfach mal hier liegen. Starten ein frei. Na, schauen wir uns das Auto zuerst mal an, vielleicht. Autos, meine Autos. Und da haben wir, suchen wir noch Mercedes. Marke Mercedes. Wo ist er? Mercedes-Benz. Und dann ist irgendwo, da ist er. Auto ansehen. So, die Android-Männchen sind ja wohl ein Witz, meine Herren. Ich als Apple-User, aber es macht nichts. Diese alten Mercedes mit den eckigen Scheinwerfern, muss ich schon sagen, die haben mir weitaus besser gefallen, wie die Serie, die dann diese runden Scheinwerfer gehabt hat. Und auch die Frauentier, so mit dem mittigen Kühlergrill so wuchtig und dem Mercedes-Stern, das gehört sich so. Lauter Android-Männchen, ich glaube, ich drehe durch. Ja, genau. Aber was soll's, da stehe ich drüber. Bitwalker Android, genau. Na klar. Nee, da gibt es kein Android in meinem Haushalt. Aber macht nichts, den Mercedes, denn wenn wir uns mal hier jetzt einverleiben, da drehen wir eine Runde. Ja, ihr wisst schon wo, auf dem Nürburgring natürlich, mal einsteigen in das Vehikel. Und dann geht's auch schon los. Wir machen ein... Ja, ich glaube, ich mache ein Online-Rennen. Naja, mal freies Spiel ist mir einfacher. So, schnelles Rennen. Dann eben meinen Mercedes, da hocke ich hier schon drin. 190E Evolution. Ja, es ist alt, man, unter Anführungszeichen, alte Design finde ich schon stark. Also mir gefällt das irrsinnig gut. Auch wenn man mich mit K schreibt und nicht mit C, aber das sei verziehen, kein Problem. So, wollen wir es denn? Nürburgring, wo ist er denn? Da ist er. Komplette Strecke, das geben wir uns wieder. Ich weiß nicht, ich mag die Piste einfach so. S700, sehe ich gerade. Jo, S wäre immer eine Klasse. Schauen wir mal, wie sich das Fahrzeug auf der Strecke gibt. Wenn wir ganz schnell hier nochmal die Benachrichtigungen ausschalten, damit ich da nicht abgelenkt werde. Und vielleicht doch einmal ein bisschen auf den vorderen Plätzen lande. Ist ja nicht so selbstverständlich, leider. Tja. So, Nürburgring, Nordschleife, 20,76 Kilometer. Bewölkt. Na bitte, wenigstens schneit es nicht. Bin schon gespannt, wie sich das Vehikel anhört, wie der Motorensound da kommt. So, Schwierigkeit. Schauen wir mal drauf. ABS an, Lenkung normal, Stabilitätskontrolle aus, Tritt ein, Handschaltung ideal aus, aus, Gegner, Schwierigkeit schwer. Dann sollen wir einfach gleich Rennen starten. Tun wir gar nicht lange herum. Android, ich glaube, ich werde nimmer. Naja, so, los geht's. Uah. Was ist los mit euch alle? Ja, na, es geht eh schon wieder los. Himmelsakrament. Oh ja, der hört sich auch gut an. Und vor allem das dezente Pfeifen vom Turbo. Ja, macht sich gut und hat ordentlich Speed. Ja, mal schauen, dass ich da mal mich langsam einreihe. Das heißt immer so, beiläufig, der Mercedes-Stern, den kann man auch gut hernehmen als Visier, wenn man Fußgänger jagt und dergleichen. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit den gegnerischen Fahrzeugen mache da. Aber schaut nicht gut aus, was da läuft, oder? Na gut, hier ist ja noch relativ eng zum Überholen. Wow, 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 wow.
Sorry, da habe ich den Bremspunkt übersehen. Entschuldigung. Und schon habe ich wieder einen Platz verloren. Na bravo. Oh, den holen wir uns gleich wieder. Ha? Schauen wir, ob wir es hinbekommen da. Normal heißt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, aber da ist einfach kein Platz für einen Dritten. Oh, hängen wir uns da hinten dran. Wow, wow, was ist los mit euch? Da kann man sicher gleich wieder posten. Lern mal fahren, fahre nicht hinten drauf. Ja, ich mache es nicht absichtlich. Solche Postings kann ich verzichten, als Kommentare, sorry. Kritik ja, aber nur wenn sie konstruktiv ist. Blödes Gelaber. Können wir woanders holen. Ah, da kommen wir gar nicht hinterher. Was ist denn los? Ob ich die Streckenführung jemals auswendig kennen werde, da bin ich ja schon gespannt drauf. So, einen Platz wieder gut gemacht. Wieso bremst der da auf einmal? Na, ist gut für mich, komm mal vorbei wenigstens. Ich hab's gewusst, dass die Ecke da kommt. Aber leider trotzdem zu wenig gebremst. Ah, schön ist das Race bis jetzt nicht, oder? Das ist ja nur herumgehampelt da zwischen links und rechts und... Ah. So, jetzt bin ich aber kurz ein bisschen ruhig und gebe euch ein bisschen Crank it up. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Motorensound von diesem Mercedes ein realer Motorensound ist, also für mich hört sich eher nach so einer ja, generierten Soundkulisse an, gibt ja für mein Gefühl ja, sagen wir so, nicht, doch viele Fahrzeuge, die nicht wirklich dargestellt werden, akustisch zumindest, was vielleicht auch verständlich ist, weil von jedem Auto eine komplette Soundkulisse abzutasten, das ist ja... eine immense Arbeit, aber auf der anderen Seite haben sie die Fahrzeuge auch digitalisieren müssen, also, ja, wer weiß. Aber irgendwie ist der Sound für mich jetzt nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, real, aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich es nicht weiß, weil ich einfach ja, in so einem Auto noch nie drinnen gesessen bin. Also von dem her gesehen, vielleicht weiß ich es einfach nur nicht besser, aber vielleicht wisst ihr da genaueres, postet es einfach mal unten rein. Auf jeden Fall bin ich immer noch auf Platz 9 und komme da nicht so ordentlich hinterher. Nicht so, gern, nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Uah. Aber ein paar Plätze gut machen wäre schon noch nett, oder? Das ist ja momentan wirklich nur erbärmlich. Ich würde mir ehrlich gesagt schon mal gerne so ein Lenkrad ausleihen, einfach mal zum Probieren. Ich fahre ja mit dem Gamepad, das wird immer wieder gefragt, mit was ich fahre. Nur, ich fahre nur ganz normal mit dem Xbox 360 Controller. Kein Wheel, kein Lenkrad, gar nichts. Obwohl es mal interessant wäre auszuprobieren. Vor allem dieses Wireless Wheel wäre vielleicht ganz nett. Wo ich einfach immer frage, ob das dann so angenehm ist, das Lenkrad so in der Luft zu halten.
ob es nicht besser wäre, das normale Wheel, was wirklich auch montiert ist am Tisch, allerdings hätte ich für das schon mal gar keinen Platz hier bei mir zu Hause. Was verwendet ihr denn da so? Verwendet jemand von euch dieses Wireless Wheel, was uns in der Luft hält, mehr oder weniger? Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es recht unangenehm ist auf die Dauer. Es muss ja mal zu den Schultern gehen, wenn man andauernd so den Arm so in der Luft, also die Arme so in der, muss ein bisschen weniger quatschen da, die Arme so in der Luft hält. Aber vielleicht weiß ich es auch noch nicht besser. Ich glaube, ein Problem von diesem Wireless Wheel ist ja, dass man nicht einmal das Headset anschließen kann oder so. Also, glaube ich, gelesen zu haben oder gehört zu haben. Und es wäre ein ordentliches Manko. Kommen wir überhaupt nicht hinterher da? Was ist denn da los? Es ist einmal Zeit, dass ich einmal vorankomme. Schön reingestochen da. Ah, Platz 8, ist auch kein. Hallo. Ist auch nicht unbedingt ein mega Erfolg. So, jetzt habe ich noch einen Platz gut gemacht. Wenn man auf die, links auf die Karte schaut, meilenweit kein Gegner voraus. Das heißt, Platz 7, wenn ich Glück habe, kann ich halten. Recht viel besser wird es nicht mehr werden, weil einfach kein Gegner da ist. Es ist einfach schon auf und davon. Da habe ich einfach zu viel Mist gebaut am Anfang. Und mittlerweile geht es ja schon wieder ein bisschen besser. Aber das am Anfang war wirklich erbärmlichst. Ja, da geht es auch schon Richtung Ende zu. Die letzten Meter gebe ich euch noch ein bisschen Crank It Up und sage jetzt schon danke fürs Zuschauen. Danke fürs Aushalten. Und ja, schickt mir ruhig Fahrzeuge. Wie gesagt, ich bin zeitmäßig recht gut eingedeckt. Also es wird nicht alles sofort passieren, aber ich werde immer regelmäßig einen Blick reinmachen in mein Detailreport. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.